Die U15-Mannschaft des FC Zell am See hat sich im Herbst in souveräner Manier für das obere Playoff der Sparkassenliga qualifiziert. In der sechsten Runde wartet ein Härtetest auf die junge Truppe, kam doch der Tabellenführer USK Anif nach Zell am See. Vor dem U15-Duell zwischen dem FC Zell am See in Orange und dem USK Anif in Rot stehen die Zeichen ganz klar auf Auswärtssieg. Die Anifer sind nämlich Tabellenführer, während die Zeller nur auf dem 8. Tabellenrang liegen. Im Alois-Latini-Stadion sind die Hausherren allerdings noch ungeschlagen. Grund genug für die Anifer, gleich konzentriert ans Werk zu gehen. Die ersten guten Chancen werden zwar noch ausgelassen, aber in Minute 13 ist es dann soweit. Marco Taller trifft mit einem schönen Heber aus 16 Metern genau ins lange Eck und bringt den Favoriten mit 1:0 in Führung. Die Anifer sind in dieser Phase des Matches klar die bessere Mannschaft und nach einem weiten Freistoß ist es erneut Marco Taller, der goldrichtig steht und die Führung auf 2:0 ausbaut. Die Zeller lassen die Köpfe trotz des Rückstandes nicht hängen und halten vor allem kämpferisch voll dagegen. Auch einige gute Chancen springen heraus, die allerdings nicht genutzt werden. Die Anifer machen es nicht besser und so bleibt es bis zum Pausenpfiff beim 2:0 für die Gäste. Die zweite Halbzeit beginnt dann gleich mit einem Paukenschlag. Denn nach einem Freistoß von der rechten Seite fällt bereits das 3:0 für den USK Anif. Torschütze ist Maximilian Ploner, der den Ball gekonnt ins lange Eck verlängert. Wer nun glaubt, die Zeller würden auseinanderbrechen, der irrt. Denn die Hausherren geben noch einmal mächtig Gas und erspielen mehrere gute Tormöglichkeiten. Zunächst scheitern sie noch an der Anifer Verteidigung, aber in Minute 53 verkürzt David Hutter mit einem schönen Schuss aus der Drehung auf 1:3. Die Zeller sind nun das dominierende Team. Mehrmals haben sie den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheitern aber immer wieder an der eigenen Abschlussschwäche. Chancen der Anifer gibt es in dieser Phase nur ganz wenige und wenn sie es einmal vors gegnerische Tor schaffen, ist der Zeller Goalie Florian Demas in souveräner Manier zur Stelle. Den Zellern rinnt langsam die Zeit davon und da sie selbst aus aussichtsreichster Position den Ball nicht am Anifer Goalie Daniel Almer vorbeibringen, bleibt es bis zum Schluss beim 3:1 Auswärtssieg für den USK Anif. Ein standesgemäßes Ergebnis, das dem Spielverlauf aber nicht wirklich entspricht. Nein, bin ich nicht zufrieden, weil erste Halbzeit war gut, haben es gekämpft. Zweite Halbzeit sind wir dann ein bisschen überheblich geworden, beziehungsweise zu viele und lange Ballkontakte. Und das rächt sich dann gegen eine Mannschaft wie Zell am See, weil die eigentlich immer bissig sind und auch mitspielen wollen. Und wie gesagt, man hat es auch heute gesehen, mit ein bisschen Glück, wenn sie gehabt hätten, hätten sie auch noch weiter einen Punkt machen können, sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Naja, wir hätten uns schon eigentlich mehr erwartet, das war nicht unser bestes Spiel, wir hätten mehr zeigen können. Nicht wirklich zufrieden sind nach Schlusspfiff natürlich auch die Zeller. Allerdings nur mit dem Ergebnis und nicht mit dem eigenen Spiel. Ja, sicher, aber ist halt schade, weil wir hätten die Chancen gehabt. Und ja. Wie schwer war es gegen Anif? Ja, schon schwer, weil sie haben sehr gut zusammengespielt und schnell zusammengespielt und waren immer als Erster am Ball. Also wenn man gegen so einen starken Gegner spielt, dann kann es schon passieren, aber bisher schaut es trotzdem. Also, ich hätte gerne 3 Punkte gehabt. Wie toll ist es, gegen so eine Mannschaften zu spielen wie Anif oder das letzte Mal gegen Red Bull? Es ist eine gute Erfahrung, weil ich letzte Saison noch in der untersten Liga gespielt und jetzt schon da und voll schön. Sehr zufrieden ist trotz des 1:3 auch der Trainer der Zeller U15, wenn es da nicht diese eine Sache gäbe. Die Chancenauswertung passt einmal nicht. Hey, da haben wir wieder 5000er Chancen von David. Und ja, dann hinkriegen wir so blöde Tore und so. Können wir halt die Ergebnisse raus. Trotz dieser Mankos haben die Zeller Nachwuchskicker aber einmal mehr gezeigt, dass sie gegen die großen Namen im Salzburger Fußball sehr gut mithalten können. Nach ganz vorne reicht es zwar noch nicht, aber die eine oder andere Überraschung wird die junge Truppe sicher noch liefern.